Schönen Moment. Ja, ich sehe ihn. Es ist der größte und nüchterne Antwort. Gesehen hat. Ja, diese Schattenlords sind nicht ohne. Dieser Mistkerl hat meine ganzen Männer auf dem Gewissen. Lass uns angreifen. Ja, folge mir. Es ist an der Zeit, Rache zu nehmen. Eigentlich wollte ich ja noch irgendwie etwas mehr essen. So, zur Sicherheit davor. Und vielleicht auch nochmal speichern. Gut. Ja, wo war ich? Ach so, ja. Also, wie gesagt, Tatlinge, die wird sich einerseits vom Genre natürlich ist sie abhängig. Aber sie wird ein bisschen mehr, wie gesagt, Hand und Fuß im Großen und Ganzen haben, dass auch vielleicht die Parts in sich gesehen eine abgeschlossene Einheit darstellen. Also zum Beispiel jetzt am Beispiel Rollenspiel. Ein Part. Oder es wird nie mitten in der Quest gecuttet. Ich hätte zum Beispiel nicht da vorne, 5 Minuten früher, hätte ich jetzt keinen Cut gesetzt. Sondern erst hier, wenn der Kram fertig ist, jetzt. Und dann noch das abschließende Gespräch geführt wurde. Der Schattenlord ist erledigt. Wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Der kommt nicht wieder. Im Himmel sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier auf ewig verrotten. Ich danke dir. Ohne dich, naja. Nicht der Rede wert. Ich muss zurück zur Zitadelle. Die anderen werden sicher schon auf mich warten. Wir sehen uns. Ja, und das wird sich wohl auch noch ein bisschen hinziehen, bis die ganzen... Ja, ich hatte ja auch noch was zu tun, genau. Bis die ganzen ausstehenden Projekte fertig sind. Also gut, ich kann sagen, was steht denn noch aus? Wir sind natürlich, gut, wir sind, ich würde mal sagen, auf einem guten Weg. Kann aber nicht abschätzen, wie lange wir noch brauchen. Dazu müsste ich mal in die Komplettlösung schauen. Also nur schauen, wo wir uns da so questtechnisch befinden. Ich orientiere mich da immer an den Seitenzahlen, kann dann sagen, gut, 2/3 der Seitenzahlen von der Questlösung geschafft, okay. Dann kommt natürlich aber auch darauf an, wie ausführlich wir das Ganze spielen, also ob wir wirklich jedem legendären Gegenstand und jeder verdammten Nebenquest hinterherhäscheln oder ob wir dann doch das ein bisschen zurückfahren und sagen, nur das, was irgendwie... was einen Reiz hat, was cool klingt, was interessant klingt. Weil, natürlich gut, ganz auf die Hauptquest beschränken, das ist... das würde einem Rollenspiel nicht gerecht werden. Außerdem will ich das auch gar nicht, schon gar nicht bei einem Piranha Bytes Rollenspiel. Dann haben wir noch Divinity. Das dauert noch, glaube ich. Also, das wird so... es wird kein... ja, sozusagen. Kein Kanalreboot, keine Kanalrevolution von heute auf morgen, sondern es ist dann doch schon so ein schleichender Prozess. Ja, und letztes Projekt ist dann The Wolf Among Us. Das ist, kann ich, denke ich, hier sagen, fertig aufgenommen. Also die erste Season ist fertig. Was haben wir noch so? Wir haben Star Stable, gut, das läuft, das ist ja auch nicht mehr, läuft zwar noch, zu dem Zeitpunkt dieser Folge, immer noch, kann ich nicht sagen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ansonsten, was ist denn hier abgegangen? Irgendein fesches Ritual. Ja, hier soll doch irgendwas sein. Zu schwierig. Hey, Moment. Questlog. Von einem alten Grimoire.
irgendwie was eingesammelt? Also hier. Ich glaube nicht. Nee. Geht's runter noch? Eher hoch, ja. Ne, genau. Also es wird so ein schleichender kleiner Stilwandel. Noch so ein Schattenbiest. Ansonsten weiß nicht. Ich mehr überdacht habe ich das jetzt. Also was heißt überdacht? Wie gesagt, es ist ja keine große Änderung. Ich wollte das nur gesagt. Ah ja, und da bin ich mir aber noch nicht sicher. Und da muss ich auch gucken, ob das zeitlich Sinn macht. Im Moment, da war ich noch gar nicht. Ja genau, ich war noch bei den sporadischen Let's Plays, die so ab und an ja mal reingeschossen werden, wie jetzt Star Stable. Das ist ja dann aber an sich wieder eine in die Ecke geschobene Sache. Genauso wie Battlefield, das ist ja auch kein, das ist ja Open End. Das läuft ja einfach so, das kann man zocken, wenn man Bock hat. Hab ich jetzt was gefunden? Ja, gut. Ich habe vor lauter Gelaber das gar nicht mehr mitbekommen. Ja, Battlefield ist ja genauso, das schiebt man dann mal in eine Ecke, wenn man Lust hat. Dann kommt wieder einiges und man haut's raus. Alles kein Ding. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass ich aktiv an Story oder an beendbaren Let's Plays, ja, das ist alles ein doofer Begriff. Also sagen wir mal an Let's Plays, die kontinuierlich auf etwas hinführen. Gut, andere Let's Player machen das bei Open-End-Let's Plays auch sinnvoll, indem sie diese Staffeln einrichten. Das muss ich mir auch mal irgendwie noch überlegen, ob da was ich da vielleicht mache, wenn ich sowas spielen will. Ansonsten diese wirklich Spiele, die ein Ende haben, würde ich gern Schmiede Carla, du hast Krönungsschwert neu. Okay, ich bin kein Schmied. Aber ich kann ja mal Wilson fragen. Wilson! Aber er ist kein Ball, er ist Schmied. Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen. So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Ja, ja. Verschon mich damit. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. Ja, ich hatte jetzt irgendwie keine großartige Lust noch auf so eine riesen Story, weil eigentlich ich ja labern wollte. Ja, ich werde dann, ich denke, kontinuierlich so 2 bis 3 Projekte haben, die parallel laufen, die also auch auf ein Ende hinlaufen. Ich sag jetzt mal, noch ein Offline-Rollenspiel mit Ende, ein Shooter und was weiß ich, noch ein Adventure von mir aus, irgend sowas. Ja. Dass davon 2 und 3 parallel. Dann werde ich dafür, dass die Parts im Schnitt gesehen ja dann länger werden, weil ich ja eigentlich von dem Adventure auch selten bisher in 20 Minuten Part oder so rausgebracht habe. Da ändert sich ja nichts, bloß jetzt sage ich mal bei den Spielen, wo es Sinn macht, wird es länger. Kürzer wird eigentlich kaum etwas, also der Schnitt steigt. Wird es dann aber auch vorerst, ich muss mal gucken, wie sich das etabliert, und ich meine, die Leute müssen ja auch nachkommen, nur ein
eine Folge pro Tag von einem kontinuierlich laufenden Let's Play. Kommt, also sagen wir mal Montag, Mittwoch, Freitag Spiel A, Dienstag, Donnerstag Spiel B und Samstag, Sonntag Spiel C. Und das sind die drei Spiele, die ein Ende haben oder irgendwie beendbar sind als Let's Play, ohne abgebrochen zu werden, die dann parallel laufen. Davon ausgenommen sind dann die Spiele, wie zum Beispiel ein Battlefield Together Multiplayer Let's Play. Das kann immer mal wieder rein geschmissen werden. Und dann gibt es auch irgendwann, dann gibt es halt auch mal zwei Folgen am Tag. Aber von einem, ja, wie ich schon gesagt habe, von einem beendbaren Let's Play pro Tag nur eine. Ja, gut. So, wie gesagt, ich denke, ich mache dann nochmal irgendwie ein Infovideo oder irgend sowas in der Art. Wenn ich den Griff finde, gibt es den Griff denn irgendwo hier? Da hinten? Nein, das ist ja mal. Ist ja weit weg, ne? Und das hier ist wohl. Das ist auf einer anderen Insel. Ornamentgürtel. Ach ja, passt doch. Geradeaus und links. Naja, gut, die Dinge. Es wird mir ja angezeigt. So. Das X markiert die Stelle, an dem. An. Der ein Gürtel liegt. Johns. Achso, das ging einher mit der Quest Johns Schatz. Gut, so hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Diamantschärfer. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Gut, ich sehe erstmal nichts, außer dass mir der Schmied markiert wurde. Das, und hier wurde mir Henrik markiert. Die widerspenstige Liane da unten. Okay, da komme ich gleich nochmal. Moment, ne, Krabbenküsse, das war doch. Ja, genau, das war, wo wir gestorben sind. Der Feinschmecker. Ach, wollt ihr mir Schinken verkaufen? Ne, keine Ahnung. Aber der interessiert mich auch nicht so. Der Schatz von Captain Finch. Der ist auch nicht hier. Verlobungsring ist auch woanders. Der Schatz am Strand. Das. Ah, auch da unten bei der Liane ist wahrscheinlich wieder dasselbe. Messer werfen, gut, sollte ich vielleicht mal machen. Der ist unten im Fischerdorf, gell? Ja, genau. Crew. Erbstreitigkeiten. Auch nicht hier. Antigua. Zitadelle. Gibt's hier jemanden? Nee. Petty ist woanders, der Gnome auch, Sattig auch, die Kristallportale auch, die Nervensäge, die ist auch woanders. Ansonsten kann ich ja mal gucken, was mir, ob ich hier noch irgendjemanden sehe. Ja, da oben sind noch ein paar. Also Kilian helfen, das muss ich jetzt nicht mal unbedingt. Zu der Hütte gehe ich noch, zu dem Turm. Dann wird es auch bald Zeit für. Ich markiere mir gerade das da, dass ich nicht irgendwie vor lauter dumm Pfeil anstand. Da springe ich mal nicht runter. Und du auch nicht, Edward.
dass ich nicht vor lauter Pfeil anstarren noch irgendwie in die falsche Richtung laufe. Wo kommt denn der jetzt her? Auf einmal sind doch noch Viecher zu Hause. Aber wie man an die dran kommt. Ah, gut, man muss. Man muss auch mal bereit sein, Umwege gehen zu wollen. Oder zu müssen. Da muss man durch Häuser latschen. Und wieder irgendwelche Treppen runter. Und dann kann man dorthin, wo man eigentlich hin will. Ach, der steht da rum. Moment, das ist jemand anders. Wer ist das? Ein Mensch? Hier? Was willst du hier? Ich bin ein Mensch. Gut erkannt. Werd nicht gleich schnippisch. Mit Menschen in diesem schattenverseuchten Gebiet hätte ich am wenigsten gerechnet. An deiner Stelle wäre ich hier sehr vorsichtig. Aber du wirst schon wissen, was du machst. Was machst du hier? Ich habe einen Ort gesucht, der stark mit der Macht der Schatten verbunden ist. Dieser Ort sieht vielleicht nicht nach etwas Besonderem aus, aber hier ist der Schleier zwischen unseren Welten sehr dünn. Genau richtig für mein Experiment. Ja, okay. Was die alle hier mit Experimenten haben, der andere Typ, verwandelt sich in ein Skelett mehr oder weniger. Und was will der hier jetzt? Seit längerem Gedanken über die Schatten. Ihre Angriffe wirken zu strukturiert, zu geplant, um von einer niederen Intelligenz geführt zu werden, wie die meisten Schatten es sind. Es ist klar, dass sie eine Hierarchie besitzen. Ich arbeite an einer Beschwörung, die zu den Anführern durchdringen soll. Wie meinst du und das? Was will er damit bewirken? Es ist möglich, Schatten aus dem Schattenreich in unsere Welt hineinzubringen. Der redet so abgehackt, das nur nervt mich irgendwie etwas. Aber wir kommen nicht an ihre Anführer. Kann man das denn nicht nachvollziehen? Mit meiner Beschwörung könnte es klappen, sogar an sie heranzukommen. Okay, es hat sich gebessert. Er hat einen Sprachkurs belegt in der Zwischenzeit. Wie funktioniert das auch? Er will auch gleich jetzt direkt zuerst anfangen. Zuerst beschwört man die niedersten Diener eines Schattenanführers. Die Kraft, die diese Beschwörung freisetzt, ermöglicht es einem, ihre Anführer zu beschwören. So kann man sich hocharbeiten, bis zu ihrem eigentlichen Anführer. Das könnte ein großer Sprung in der Erforschung der Schatten und ihrer Hierarchie darstellen. Lass uns mit der Beschwörung beginnen. Du willst mir helfen? Das ist sehr gut. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Diener ein Anführer der Schatten unter sich hat. Wenn ich die Beschwörung einmal gestartet habe, gibt es kein Zurück. Der Zauber wird so lange wirken, bis die gesamte hierarchische Linie ausgerottet wurde. Bist du sicher, dass wir jetzt starten sollen? Nein, ich werde noch etwas nochmal speichern, falls das irgendwie so eine Scheißquest ist, die ich so absolut nicht auf die Reihe bekomme. Mach dich bereit. Dann kann ich das ja nochmal abbrechen. Ja, bla 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 bla. Oh. Was, ein Nest? Kommt der jetzt auf ein Nest? Ich muss mir Leben sparen. Stirb doch mal. Irgendwie ließ er sich eben von meinem Schwert nicht treffen. Ah ja. Wir kommen ja wirklich ohne die geringste Pause. Lass dich töten. Du Sau. Du Leibwächter. El Ratzaks Leibwächter. Ja, führt doch so einen tollen Move aus, während hier. Ah ne, nur noch einer jetzt, gut. Also fünf von denen, irgendwie wäre das ein bisschen. A little bit übertrieben. Nee, mein Freund, so war der Deal nicht. Ja, was kommt jetzt? Was ist das? Oder? Hä? Haben wir es überstanden? Sieht wohl so aus. Ich dachte schon, er spricht nicht mehr mit uns.
Was das? Das scheint die normale Größe einer hierarchischen Linie der Schatten zu sein, die wir hier gerade bekämpft haben. Aber fürs Erste sollten die Erkenntnisse reichen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier hast du etwas als Dank. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kann ich den Zauber verbessern, um die niederen Diener zu überspringen. Aber ich werde so etwas wohl nie wieder versuchen. Höchstens im Magierlager, unter geschützten Bedingungen. Ein kluger Mann. Ich will raus hier. Ich merke schon, ich bin irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Hier ist ein Lagerfeuer, aber niemand bewohnt dieses Lagerfeuer so. Okay, ich muss irgendwie anders laufen, um hier wieder rauszukommen. Nee, spring doch nicht so doof hier rum. Was speichert er dann jetzt? Was ist hier dann so speichernswert? Hey, Junge, bleib nicht hängen. Geht's hier lang? Ah, hier. Oder?